Hallo, ich bin's, die Chantal, eure Philosophielehrerin. Kinder, ich vermisse euch so, ehrlich. Wir habt ihr doch immer so schön zusammen, ne? Ja, ach, das ist traurig. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Ja, und dann machen wir uns wieder schön, ne? Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß beim Homeschooling. Ja, singt schöne Lieder, macht euch fein parat, ne? Und dann Stimmung bleibt. Ja, also ihr Süßen, ich wünsche euch was, ne? Und denkt immer daran, was nützt euch der Realschulabschluss, wenn er scheiße aussieht? Bützchen. Für die ganz Schlauen unter euch noch ein kleiner Quiz. Warum ist der Stunksitzungsstern zweifarbig, rot und schwarz? Ja, hallo zusammen. Das ist ein Winter, ne? Kann man sagen. Kein so richtig guter Karnevalswinter. Aber ich als Entwerfer des schönen Stunk-Kölschglas zusammen mit dem Volker Klinke, dem Schlagzeuger von Kövis, wir haben uns gesagt, nee, wenn sonst alles ausfällt, aber nicht unser Bierglas. Ja. Und dann haben wir auch dieses Jahr wieder ein schönes neues Bierglas editiert. Ne? Und wie ihr schon seht, da kann man auch mal was anders draus trinken. Ne? Lockdown, Knockdown, Flockdown. Ich sag einfach mal Hi, ihr lieben Freundinnen und Freunde der Stunksitzung. Wir vermissen euch ja echt, aber haltet durch bis zur nächsten Session im E-Werk und dann lachen, singen, bützen, tanzen, springen, schunkeln. Bis dahin, bleibt stabil. Wir freuen uns auf euch. Alaaf! Lefek und Jecken, ich weiß nicht, wie ihr dieses Jahr Karneval feiert. Ich feiere da zusammen mit meinem Ärmel dir. Ne? Und nächstes Jahr, da sehen wir uns alle wieder bei der Stunksitzung, da freuen wir uns total drauf. In dem Sinne, Prost! Oh, ich schmecke noch was. Super, Corona-negativ. Ich hoffe, ihr auch. Ich würde sagen, madet Jod. Bis dann. Tschüss, die Biggie. Ich bin es, der Kalli. Peter, was ich dir mal sagen muss. Ich meine, dass wir dieses Jahr nicht zusammen durch die Seele dürfen. Das fehlt mir schon sehr. Höre mal, ich habe überlegt, ich könnte ja auf das verzichten. Oder nur mit einer FFP2-Maske. Ne? Na gut, es ist, wie es ist. Ich wünsche euch und uns besinnlichen Karneval. Malet gut. Hallo. Was bleibt einem noch in dieser Session? Biathlon-WM gucken. Das ist alles. Oder den FC. Hallo, ihr Lieben. Ich bin das Doris. Ich wollte euch eigentlich in einer Stunknummer von mir begrüßen, aber mir fällt nichts ein. Das ist Corona-Blödheit bei mir. In diesem Sinne, et küt mit küt. Ich hoffe, wir sehen uns dieses oder nächstes Jahr. Kölle Alaaf. Also ich weiß ja nicht, ob ihr daran glaubt, dass die Pandemie von Fledermäusen ausgelöst worden ist. Das ist Quatsch. Die Pandemie ist eine Erfindung von Karl Lauterbach, damit der öfters ins Fernsehen kommt. Das heißt, und wenn wir uns jetzt zusammentun und jedes Mal, wenn der Lauterbach in der Sendung auftaucht, den wegseppen, dann sage ich euch, in spätestens einem Jahr sind wir mit der Pandemie durch. Dann nimmt er die vom Markt, dann hat er die Schnauze voll. Also, aber sagt bitte keinem, dass ihr es von mir habt. Ne? Aber Lauterbach wegseppen, bitte. Hallo, ich bin Klaus und Klaus aus der Bruder Klaus-Siedlung. Wir sind seit einem Jahr auf Welttournee in unserem Wohnzimmer und hier der erste Song. Humba, humba, tetere. Humba, humba, tetere. Humba, 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 tetere. Humba, 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 tetere. Humba, tete. Humba, tetere, tete. Tee, tee, tee. Humba, tee.
zerreden. Bleibt gesund, bis ins nächste, bis zum nächsten Jahr. Tschö, wir vermissen euch. Liebe Freunde der Stunksitzung, mein Name ist Thomas Köller. Ich bin Autor und Regisseur der Stunksitzung. Ich begrüße euch hier vom Zuchtweg des diesjährigen ausgefallenen Rosenmontagszuges. Da hat sich das Festkomitee etwas ganz Besonderes einfallen lassen, denn der diesjährige Rosenmontagszug wird nicht nur nicht am Dom und nicht an der Severinstraße vorbeigehen, nein, er wird auch dieses Jahr nicht an der Gestemünder Straße in Köln-Niel vorbeigehen, wo ich gerade stehe. Und ich muss sagen, es ist ein herrliches Bild hier. Die Stimmung ist super trostlos, Tristesse pur. Hintergrund von mir ist die herrlich nicht geschmückte Müllverbrennungsanlage. Und ich werde hier noch ein paar Stunden stehen bleiben, denn es wird ungefähr 7 bis 8 bis 9 Stunden dauern, bis als Höhepunkt das Kölner Dreigestirn nicht vorbeikommen wird. Viel Spaß und einen schönen Karneval. Ich bin ein Lippstädter Junge, was willst du machen? Ich bin ein Lippstädter Junge und tu gern lachen. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nein, ich bin brav. Aber viel, viel schöner wär's mit Kölle allah. Bald wird alles wieder besser. Moin. Ich bin ja gebürtig aus Schleswig-Holstein und ich kann euch sagen, ein ausgefallener Karneval macht aus einem Rheinländer noch keinen Fischkorb. Und nächstes Jahr wird Kiel ganz einfach eingemeindet und da kann ich endlich sagen, ich bin gebürtig aus Köln-Kiel. In diesem Sinne, Dremor, Kiel, Alaaf, Kiel, Alaaf, Kiel, Alaaf. Meine Sturmsitzung. Meine geliebte Stunksitzung aus vorbei und nie, nie wieder. Doch, Gollum, wir werden uns alle im Ewig wiedersehen. Nein, garstiges, kleines Virus zerstört alles. Aber bei der Stunksitzung, das sind doch meine Freunde. Du hast keine Freunde. Doch, und wir sehen uns wieder. Nein, doch, nein, doch, und jetzt verpiss dich, Gollum. Sag ich doch, wir sehen uns alle nächstes Jahr wieder bei der Stunksitzung. Ja. Yeah.